Fantastic. Guten Tag und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit dem Fred. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sauer. Ich habe gerade echt mega im Clankrieg versagt und ja. Deswegen, ich habe jetzt auch gar nichts ausgebildet an Truppen, überhaupt nichts. Ich habe hier, was habe ich denn überhaupt noch? Meine Rumpfarmee jetzt im Grunde noch übrig. Zwei Magier, zwei Pekkas, zwei Golems, die werde ich jetzt gleich noch loswerden, weil ich einfach jetzt auch nicht mehr in Champions League bleiben möchte, weil es einfach sich nicht lohnt, farmtechnisch. Also ich muss irgendwann auch mal wieder was ausbauen. Und ich mache hier eigentlich fast nur Minus, was das Elixier angeht und das Dunkle eigentlich auch. Deswegen bilden wir einfach mal wieder ganz normale Truppen aus. Ich habe schon so lange nicht mehr gemacht. Ich habe schon so lange keine Bogenschützen mehr ausgebildet. Und so weiter und so fort. Magier brauche ich alles nicht mehr. Deswegen, Zauber, brauche ich... Ah doch, Blitz brauche ich ja. Blitz. Wir wollen ja später noch ganz viel blitzen. Hexe, wofür brauche ich noch eine Hexe? Nee, für nix brauche ich mehr eine Hexe noch. Für gar nichts. Aber wirklich für gar nichts brauche ich noch eine Hexe. Magier brauche ich... Ah komm, einen lassen wir noch zum Spenden. Zum Spenden, ich werde die Truppe noch irgendwie loswerden jetzt. Aber ansonsten, wir gucken einfach mal, was meine Trap Base so geleistet hat. Ja, ich habe ja eine Trap Base gebaut. Falls ihr euch erinnert, es ist ja so bei den Trap Bases, du weißt ja als Angreifer, dass da was ist. Also du weißt ja, dass in diesem Feld hier, dass da etwas ist. Wenn du da was reinsetzt, ich hätte da eigentlich auch noch eine Bombe reinsetzen müssen. Aber allerdings, wenn du da eine Bombe reinsetzt, ist es einfach so offensichtlich, ne? Da rechnen die ja mit. Wenn du setzt dann einen Barbaren da rein, setzt nochmal einen Barbaren rein, und du hast im Grunde alle Bomben ausgelöst, und das willst du ja eben nicht. Du willst ja nicht, dass der sofort da seine Sachen reinsetzt und das sofort dann schon ausgelöst wird. So, Angriffslog ist, das erste war, glaube ich, er hier, der Maru47. Wenn wir uns das mal angucken, ich wurde aber heute Nacht auch noch komplett zerstört mit, also nicht komplett, aber relativ gut zerstört bei meiner Farming Base. Also, wenn es jemand drauf anlegt, dann wird er das auch da schaffen. Wir gucken mal, was er gemacht hat. So, er hat außen erstmal was gesetzt. Er hat es tatsächlich von außen probiert. Er wollte meine Trap umgehen. Na gut. Ich hatte auch nicht mal Helden, ey. Alter. Ja, guck mal, mein X-Bogen haut jetzt ein bisschen da drauf. Ich bin mal gespannt, ob er es dann doch... Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ob er es dann doch noch probiert. Ja, Golem und ganz viele Magier versucht das jetzt mal. Ja, die Golems sind natürlich schon ganz gut am Tanken. Ah, vier Stück, okay, Mess-Golem, ne? Versucht das hier der Maru47? So, jetzt sprengt er sich da den Weg in die Mitte frei, setzt jetzt die Magier hinterher. Ich bin mal gespannt. Ja, kommt noch der Tesla raus von mir? Ja, leider hatte ich meine Königin nicht. Die wäre natürlich gut gewesen noch. So, er freest. Ja, ich bin mal gespannt. Die Magier sind jetzt auf dem Weg. Hoffentlich ist irgendwo noch eine Riesenbombe oder so. Hoffentlich habe ich noch irgendwo eine versteckt. Ja, genau, sauber. Da sind sie alle reingelaufen. Das lief natürlich perfekt für mich, weil die alle in die Riesenbombe reinliefen. Jetzt ist da, glaube ich, noch irgendwo eine Riesenbombe, oder? Habe ich da noch irgendwo eine versteckt? Jetzt hat er noch geblitzt, meine Clan-Truppen. Ja, gut, Level 35 Helden, ne? Level 35 Helden, da mache ich natürlich dann nichts. Aber hat echt ganz gut funktioniert. Er ist mir genau in die Falle gegangen eigentlich. Das werden wir jetzt nämlich noch sehen. Ich habe gar nicht eben drauf geachtet. Ich glaube, er hat meine Clan-Truppen gar nicht geblitzt. Die waren noch gar nicht draußen. Blöd, Mann. Da sind sie nämlich jetzt, die Clan-Truppen. Ja, reicht aber nicht, mein Freund. Lieber Maru, reicht leider nicht für einen zweiten Stern, ne? So wie es aussieht. Ja, er hat mich selber getrappt mit meiner eigenen Trap. Er hat sie umgangen. Da finde ich eigentlich ganz cool, dass er das so gemacht hat und von da vorgegangen ist. Ja, hat er sich einen Stern geholt. Ja, die Beute ist natürlich lachhaft. Ja, was hat er denn da noch probiert? Okay, jetzt hat er noch probiert, da sich noch was zu holen. Aber okay. Nicht der Rede wert, was er jetzt... Ja, versucht noch zwanghaft jetzt hier die 50% sich zu holen, hat er aber nicht geschafft. Das ist dann aber auch... Ja, egal. So, wir gucken mal den zweiten an. Der zweite war der Icky Jung. Ich bin ein Icky Jung von... keine Ahnung, wie der Clan heißt. Er hat zwei Sterne geholt und wir gucken... Ah, ja, genau. Ey, das ist immer so geil. 40er König. Man sieht in jeder einzelnen Truppe, da sieht man nur, sieht man es nur aufleuchten, weil sie maxed ist einfach nur. Das ist so geil. Aber er wirklich, mit komplett maxed Troops hat er keine 3 Sterne geholt, immerhin, ne? Ist auch geil. Keiner will auf meine... Alter, der hat die Trap auch nicht benutzt, ey. Was ist denn da los? Was macht ihr denn da? 2 Maxed Golems. Ich bin mal gespannt, ob er in der Clanburg auch noch einen drin hat. Würde mich eigentlich nicht wundern, aber er hat die Clanburg noch nicht gesetzt. Von daher gehe ich... Ah, doch, klar, er hat doch noch einen drin. Ein Vierer-Golem hat er noch da drin. So, Wutzauber.
Der hat überhaupt keinen Mauerbrecher, gar nichts. Zack, Riesenbombe. Hat leider kaum was erwischt von seinen Truppen. Ja, er holt natürlich jetzt in diesem Fall ein bisschen mehr Prozente. Ja, noch zwei Hexen. Ja, jetzt gehen sie in die Mitte rein. Ja, da habe ich keine Chance. Was soll ich da machen? Ganz ehrlich, das ist eine Trap Base, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, es würde jemand in die Mitte reingehen, also von der Mitte aus angreifen. Hat auch einer gemacht. Gucken wir gleich noch. Einmal, ja, hier seht ihr es auch. Hier habe ich ein bisschen umgebaut. Und zwar habe ich hier meine Königin hier hingesetzt, damit die dann einfach noch ein bisschen besser. Ja, ich habe das Dunkle getauscht, weil ich mir gedacht habe, ich will lieber das Dunkle dann verlieren und dafür mal ein bisschen mehr Schutz haben, da wo die Falle an sich ist. Deswegen habe ich die Königin da hingesetzt, damit die das auch noch abdeckt. Ja. Er kam natürlich relativ leicht in die Mitte. Jetzt gucken wir uns das an. Die Königin hat noch im Grunde volles Leben. Ich meine, was willst du da machen? Du hast gegen die Königin hast du keine Chance. Vor allem, wenn die Golems noch ihr den Weg frei halten. Okay, er hat wahrscheinlich gleich aufgegeben einfach. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, ich save meine Königin, oder? Hat er das gemacht? Nee, die Königin hat dann noch. Er hat doch alles. Warum hat er das gemacht? Es gab doch nichts mehr. Er hätte keine Chance mehr auf den dritten Stern. Er hätte einfach aufgeben müssen. Dann hätte er seine Königin noch gerettet. Mit vollem Leben eigentlich. Unverständlich. Unverständlich. Ja gut, 51%, 1800 Dunkles verloren. Kann ich noch mit leben, Leute. Kann ich noch mit leben. Ansonsten, wen haben wir da noch? Nanamaru von Hysteric Toy. 50% geholt. Irgendeiner muss mir doch mal in diese Falle gegangen sein. Was ist denn das? Ich hab doch gestern irgendeinen gesehen, der da reinging. Komm, komm. Ja, er macht es. Er setzt seinen ersten Barbaren, jetzt guckt er natürlich, ist irgendwo eine Riesenbombe. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, warum ist denn da nirgendwo eine Riesenbombe drin? Ja, Clan-Truppen gehen raus, kümmern sich jetzt gleich schon mal um die Leute. Jetzt geht er auch außen hin. Lockt er jetzt die Clan-Truppen raus oder was macht er jetzt? Er hat zumindest mal angetestet. Er war, glaube ich, der Einzige, der das angetestet hat, ob die wirklich funktioniert, die Trap, ob da was da so drin ist. Ja, jetzt lockt er die Clan-Truppen raus. Wir kennen ja das alte Spielchen. Ich hatte Magier und Bogenschützen drin. Er hat vier. Okay, das ist diese Angriffsstrategie mit den Bogenschützen. Er hat echt relativ viele Bogenschützen. Relativ viele Bogenschützen und vier Blitzzauber und einen Wutzauber. Ich bin mal gespannt. Ja. Jetzt versucht er sich die Außengebäude zu holen. Ja, die kann er auch ruhig haben. Habe ich kein Problem mit. Und er hat noch zwei Riesen. Er hat noch vier Mauerbrecher. Er hat noch zwei Magier. Er hat noch ein paar Schweine. Ja, wenn er die Außengebäude haben will, dann soll er die sich doch gerne mitnehmen. Da habe ich kein Problem mit. Die Königin ist eher am Schlafen gewesen. Mein König war am Schlafen. Die Clan-Truppen sind auch tot. Ansonsten, ja. Bin ich mal gespannt, was er sich da jetzt noch so holt. Ja, ich denke mal, wird er gleich locker schaffen. Er hat nur eine 40er Königin, also. Das ist doch echt krank. Richtig krank sich da. In der Klarenburg hat er jetzt noch ein paar Schweine, Magier, Mauerbrecher, okay. Setzt er sogar noch den Wutzauber. Weil es echt knapp. Die Schweine hat er selber gesetzt, aber es wird echt. Ja, war gar nicht mal so. War gar nicht mal so deutlich eigentlich, ne? Ja, das saved ihn natürlich noch die Königin, ist klar. Königin noch gezündet. Mann, ey. 47%. 49%. Er hat noch geblitzt, der Schweinepriester. Ja, so knapp war das also. Au. Das war richtig knapp. Was hat er jetzt noch gemacht? Jetzt dachte er sich noch, ich muss doch halt den Altar blitzen. Aber welchen? Blitzt den Altar. Okay. Er blitzt die Baute. Er blitzt die Baute, weil er daneben noch ein bisschen Gold kriegt. Ja. Knapp, mein Freund, ne? Mein lieber Namaru. Das war mal eine knappe Kiste, die du da gemacht hast. Ansonsten, ja. Bin ich mal am überlegen, wir werden uns natürlich auf jeden Fall runterblitzen, das wird in der 17 Uhr Folge kommen. Ich möchte unbedingt wieder runter und ich habe ja noch meine beiden Achievements hier, 2200 Juwelen, die möchte ich mir dann abholen und hier kommen vielleicht noch ein paar Juwelen bei. Ich möchte ja noch die Tannenbäume möchte ich ja noch außen lassen. Wir können doch noch einen Angriff von mir gucken, wenn ihr noch Bock habt. Der hier war richtig gut. Ihr seht es, ich habe 29 Pokale voll. Warte. Gucken wir uns das mal an, wann der war. Mein letzter Angriff war vor 15 Stunden, also so viel gespielt habe ich jetzt zuletzt tatsächlich nicht. In Champions League ist das einfach so, ja, denkt man sich so, warum sollte ich jetzt auch so viel angreifen? Ich meine, du musst jedes Mal Go Wipe oder sowas ausbilden, weil ich dieser Taktik mit den Bogenschützen einfach nicht so vertraue. Und ja, wir sehen es jetzt hier, er hat sehr viel Gold und ich dachte mir so, ob du jetzt gewinnst oder verlierst, das ist mir im Grunde scheißegal, du willst einfach nur den Loot mal mitnehmen. Und wir sehen es mal selber, der Angriff war auch wieder richtig. Im Grunde war der Angriff richtig schlecht, aber trotzdem.
Ja. Ja, da ist der. Teilweise geht es so einfach, das kaputt zu machen mit dem Mauerbrechern. Teilweise lassen sie sich da noch verarschen. So, eins, zwei, die laufen jetzt natürlich in die Mitte rein. Habe ich noch einen in der Klarenburg gehabt? Ich hätte, glaube ich, gar keinen in der Klarenburg drin. So, da schon mal ein paar Magier hingesetzt, um da schon mal ein bisschen die Golems auszunutzen. So, jetzt kommen die Packers und springen hoffentlich da drüber. Ach, das war, wo die ganzen, jetzt weiß ich auch, das war da, wo die ganzen Ballons in der Klarenburg drin waren. Da, okay, da hatte ich natürlich in dem Moment nicht mit gerechnet, dass die jetzt alle da rauskommen. Ja, da habe ich natürlich die Arschkarte gezogen gehabt, weil die echt schon, ja. Warum habe ich, fragt man sich immer so in der Nachbetrachtung, wenn man seinen Angriff sieht, ey, da denkt man so, Junge, warum hast du denn deine Helden nicht eher gesetzt? Zumindest die Königin. Wenn ich die Königin eher gesetzt, hätte ich da auf jeden Fall noch mehr rausgeholt. Aber guck dir mal schon mal den Loot an. 3000 Dunkles, 164.000 Elixier und das Gold kriege ich ja jetzt noch, hoffentlich, da hinten an der Seite. 200.000 Gold. Läuft. Ja, die Königin hätte sogar fast noch das Rathaus gekriegt. Es war kurz vor knapp eigentlich. Ja, nicht ganz kurz vor knapp. So ein Viertel oder Fünftel hat es noch. Ja, die holen sich jetzt aber noch das Gold daraus. Sehr schön. Und jetzt holen sie sich sogar noch ein bisschen Elixier, wenn ich Glück habe. Komm, holt euch noch Elixier. Ja, sie haben sich noch Elixier geholt. 302.000 Gold, 243.000 Elixier, 3.000 Dunkles. Der Angriff hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Ja. Zwei Pokale verloren, aber ich dachte mir so, scheiß doch drauf, ey, ganz ehrlich, ich gehe da sowieso runter. Und weißt du, wenn der Typ, dem ist das wahrscheinlich sowieso egal, ob er das Gold und Elixier behält. Und ich dachte mir so, ja, mir ist es auch egal, ob ich die Pokale behalte oder verliere. Von daher ist es dann scheißegal. Ach, wir wollten noch mal Marvel's Base angucken, ne? Marvel's Base, da. Marvel's Base wollten wir noch. Ich wollte mir die noch angucken aus dem Grund, hat er seine erste April-Troll-Base noch da oder hat er sie nicht mehr da? Suchen! Scheiße, jetzt habe ich vergessen zu sortieren, habe ich jetzt vergessen zu sortieren nach Mitgliedern. 45, das ist er doch. Oh, der Mauern-Champ mittlerweile da drin. Glückwunsch, Marcel. Wo ist denn der Marbo? 11 Truppen gespendet, 140 bekommen. Ja, läuft bei dir, Marbo, läuft, weil ich habe auch kein besseres Spendenverhältnis. Nee, er hat sie noch. Er hat die What the Fuck Base noch da, aber andererseits mit den Mauern ist es auch so oder so eine What the Fuck Base. Mein lieber Marvel, was machst du denn da? Ja. Sieht ganz lustig aus, ne, für eine Rathaus. Was macht der denn? Der ist ja viel zu früh hochgegangen, ohne Scheiß. Ich guck dir mal die Level 9. Und das sind nicht die, die er neu dazugekriegt hat, ne? Das ist der neu dazubekommen, ne? Oh, Marvel. Ja, gut, die Kanone hat er fertig gemacht. Was hat er sonst noch? Ach, Marbuel, den Magierturm, hat er den neu dabei gekriegt? Weiß ich gar nicht. Drei Stück hat er. Warte, wir können jetzt mal ganz leicht nachgucken. Wie viel hat er jetzt hier gebaut? Vor allem, diese Base, ne? Ah, gut, das ist wirklich eine What the fuck Trollbase, die er absichtlich gebaut hat, muss ich jetzt zu seinem Schutz mal sagen. Warte mal, drei Stück hat er. Und wir können ja mal kurz im Clan gucken bei uns, ob, jemand, warte mal, einfach, wir gucken einfach mal einen Rathaus 9er nach. Mein Clan! Irgendein Rathaus 9er zum Beispiel, den Florian. Besuchen. Übrigens, wenn du eine gute Base suchst, solltest du auf jeden Fall mal die von Rotweinpirat angucken. Nee, er hat 4. Okay, dann hat er noch einen. Dann hat er sogar noch einen übrig und hat die Magier-Turm auch nicht maxed. Mann, lieber Marvel. Na gut. Ich habe endlich ja normale Truppen. Das werden wir aber um 17 Uhr sehen, wie ich dann die Gems einsetze. Ihr könnt auch noch eure Vorschläge unterbreiten, was ich damit machen soll. Ansonsten sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser etwas längeren Folge heute mal mit nur einem Angriff von mir. Und ich sage, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, euer Fred. Macht's gut. Tschüss.